Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW 125. Wir müssen die Speer töten, diese komischen weißen Dinger. Ich hätte es euch gezeigt, aber wie, oh Wunder, ist er weggekürschnert worden. Da. Wir sind toll fürs PvP. Muss ich mal sagen. Und wie sie gestern schon in der letzten Folge schon angesprochen hatte. Gestern, wie? Ich habe ein bisschen Legion gespielt. Und da haben die ja auch vieles, vieles verändert. Ich sagte letztens zu einem, der auch gespielt hatte. Ich so, das ist fast wie ein neues Spiel. Meine Grundgedenke ist noch da. Aber durch die vielen Veränderungen ist es wie ein neues Spiel. Ich finde mal ach, guck mal. Wenn wir die Wölfe hier laufen, als sie den Hüftschaden haben. Weil die so mit dem Popo wackeln. Nochmal zum Tierdoktor. So. Schwupp. Müssen wir die auch schon aufsammeln? Nö, scheint nicht. Mutgeil. Warum kann der meiner das noch nicht? Nein, das war falsch. Achso, ist gerade nicht draußen. Hä? Achso, die Speer sind hier. Ich dachte schon. Was stimmt doch da nicht? Was wird er mir sagen? Gar nicht, haben wir denn die komischen Dinger schon angesammelt, diese Zapfen? Ich glaube nicht. Bin ich froh, wenn wir Dings haben. Oder haben wir das schon? Ich glaube nicht. Bin ich froh, wenn wir aufschießen können. Weil das erleichtert einiges. Ne, ich glaube nicht. Und was ich ganz toll finde bei Legion oder Legion, obwohl ich finde, das hört sich eigentlich besser an, Legion als Legion. Aber gut, Massenplündern. Ganz klares, ich will hier auch haben. Ich hatte es mal in die Community geschrieben als Vorschlag. Aber sie sagten, prinzipiell keine schlechte Idee, aber dann wäre es halt nicht mehr original. Von daher hat sie gesagt, nö. Man könnte bestimmt einiges machen. Massen looten wäre gut. 200er Stacks wäre gut. Also, das wäre auch noch cool. Okay, dann hätte man viel, viel mehr Platz.
Aber leider, leider geht das nicht. Da, Begleiter. Anscheinend kann ich ihm wirklich nur Sachen beibringen. Ich meine, damals ging das auch mit dem Buff. Oder das ging erst nach dem Update. Als sie dann alles verändert hatten. Das kann sein. Ich weiß es aber nicht mehr so genau. Wie gesagt, ist halt auch schon eine Ecke her, ne? Und hier diese wilde Eingebung, die hat ja dann die ganze Gruppe. Das finde ich cool. Überlegt man immer, wo kommt denn der Buff her? Ist immer noch widerspenstig. Der Lümmel. Jetzt mal aus dem Mauen schmeißen. Die eine oder andere Quest in Alerias Feste abgeben gehen. Gern gucken, vielleicht haben. Upsala. Vielleicht haben wir ein Level Up. Das war ja auch schon was. Und. Ich wollte mal gucken, ob da immer noch, ob es da die eine Quest gibt hier mit Lahmgönner. Na gut, da sind einige noch, ne? Hatten wir denn keinen Platz mehr? Ja. Okay, das kann daran liegen. Ja, das kann tatsächlich daran liegen, weil wir keinen Platz mehr haben. Okay, jetzt müssen wir schon mal die Worgen töten, aber jetzt haben wir gar keinen Platz im Inventar. Mal kurz nach Stadt gehen, die Quest ab. Dann wieder ein und auf dem Weg nach hier können wir dann wieder ein paar Sachen mitnehmen. Vor allem die komischen Arakoa-Dinger. Weil die sind dann näher für uns. Verschicken. Ich behalte erstmal. Weil die sind ja auch für mich wichtig, beziehungsweise dann für uns. Sehr schön. Licht wiederherstellen. Dankeschön. Genau, und hier seht ihr direkt, hier kriegen wir Aldor-Ruf. Verbessert und bei Seher verschlechtert. Das einzige, wo von den Sehern eins auf der Nase kommen, ist entweder draußen. Sprich, wenn wir jetzt hier auf die treffen oder auf in einem anderen Gebiet. Oder halt, wenn wir oben zu den hochfahren. Auf die Seher-Treppe, glaube ich, heißt es. Weil auf der Seher-Treppe, da sind halt die Wachen und die hauen, oder beziehungsweise wollen dann hauen einmal und dann ist man gestunt und steht dann vor dem Aufzug wieder unten. Oder es ist noch so, dass die einen tot hauen. Das kann auch gut sein. All is possible. Dann gehen wir noch die Quest abgeben. Dann können wir in einem mal gucken. Ich meine, da unten ist nämlich auch ein Ledermann. Ob man da auch... Ist er nicht? Da ist auch Gatka. Eine große Rolle in Legion hat.
Weil den trifft man überall. Ähnlich wie am Ende von WOD. Trifft man den Gutesten wirklich überall. Was ich ein bisschen traurig finde, dass so die Garnison wirklich an Wert verloren hat, dass man gar nicht mehr da ist. Den Ruhestand und so von der Garnison hat man noch, aber im Prinzip, ich schicke dann zwar schon mal ein, zwei Leute weg. Okay. Aber man kriegt dann zwar ein, zwei Items, aber die bringen ja gar nichts. Es ist wie, als wenn man Quests machen würde in WoD, wo man dann Items für bekommt. Aber gut. Jetzt mal dahingestellt. Lederbedarf, genau, der Homboss. Schwuppdiwupp. 320, okay. 320. Oh, da können wir einiges dann lernen. Was haben wir hier? 5 Punkte brauchen wir noch. Gucken mal gerade. Nee, uns fehlt eine Menge Leder. Gut, da hätten wir können ja mal herstellen, da hätten wir 4. Okay. Nicht 4, nicht ganz. Nee, da fehlt uns auch ein bisschen Leder. Ja, ist gut. Upsala. Da fehlt ein bisschen Leder. Okay, da gibt es auch Speer. Von den Wogen brauchen wir denn die Bommels. Wir sind ja Mana sparend. Ich hatte halt auch schon überlegt, jetzt die Tage dann auch mal ein Video zu machen von WoD. So. Tot. Freund aufpassen. Okay, passt. Aber ich weiß noch nicht, wie ich das genau machen will. Also euch zeigen will es auf jeden Fall. Aber die Frage ist, wie ich das hinbekomme. Ich meine, das Aufnehmen und so, das ist nicht das Problem. Sage ich mal. Ach, guck, hier droppen irgendeinen Scheiß. Sondern, wie ich das am besten verpacke. Sprich, ob ich dann den Jäger spielen soll, den ich habe, oder halt irgendeinen anderen Charakter. Weil der Jäger wird sich am besten anbieten, weil man direkt dann den Vergleich hat, ne? Zu damals PC und dann zu heute Legion oder Legion. Das Einzige, was ist, ich habe da den schon ein bisschen angefangen, weil ich schon mal gucken wollte.
Und der hat Treffsicherheit. Geskillt. Aber Treffsicherheit? Nee, Treffsicherheit gibt's gar nicht mehr. Fällt mir da so auf. Also Tierherrschaft gibt's über Überleben. Überleben hat er. Und bei Überleben oder Überleben, wie heißt das denn? Truppsicherheit. Boah, ich weiß es gar nicht. Was ist mit den Giften und so? Mit Treffsicherheit. Ist das denn immer noch Treffsicherheit? Puh. Ich kann es euch gerade nicht sagen. Naja, auf jeden Fall. Der Hunter, ich meine Überleben. Naja, ist ja jetzt egal. Das Problem daran ist, das ist kein Fernkämpfer mehr. Der Guteste ist jetzt ein Nahkämpfer. Darum überlege ich entweder, ob ich, weil die Artefaktwaffe, von dem bin ich quasi gerade dran. Das Doofe ist, abbrechen kann ich das nicht. Mit der Artefaktwaffe. Das heißt, wir müssten gemeinsam bis 101, glaube ich, oder 102 spielen. Und dann könnten wir uns erst einen Bogen, gegebenenfalls ein Gewehr holen. Das ist halt das Unschöne daran, sag ich mal. Gestohlene Waren, okay. Ja, aber ich guck mir das gleich nochmal an. Und in der nächsten Folge erzähle ich euch dann, wie ich das genau machen werde. Aber hier werde ich auf jeden Fall auch weitermachen. Wie gesagt, den einen Server, den habe ich schon vorbereitet. Wenn wir dann hier 70 sind, kann ich den Charakter dann transferieren auf den WOTLK-Server. Beziehungsweise, ja, transferieren ist, bleibst du hier, ist blöd gesagt. Sondern quasi ein Klon erstellen. Ich hoffe, mit Ruf und so wird übernommen. Und Klamotten wäre natürlich auch cool. Aber auf jeden Fall können wir da dann quasi weiterspielen. Ja. So ist das. Und ich muss ja sagen, es hat sich einiges verändert von BC zu Legion oder Legion. Das komplette Interface hat sich geändert, die Grafik hat sich geändert. Alles. Ich glaube, das Einzige, was sich nicht geändert hat, sind ein, zwei Icons, die noch gleich sind. Wie die Pfeife. Der Sausack hat sich gehalten. Die ganzen Charaktermodelle haben sich wurden hier überarbeitet. Wobei ich sagen muss, der Bekannte von mir, der auch gespielt hat, der sagte auch, er kann die alten, neuen Charaktermodelle nicht anzeigen lassen, weil sein Computer sich sonst aufhängt. Weil er das dann nicht schafft von der Leistung her. Ja, ich weiß, ich glaube, der hat einen Dual-Core-Prozessor drin. Aber was für einer weiß ich nicht. Da hatte ich mich auch nie so. Ich habe ihm zwar mal geholfen mit Reparieren, weil der letztens kaputt gegangen ist. Der ging nicht mehr an. Aber das Knöpfchen zum Ein- und Ausschalten war nur kaputt.
Oder schnell geflickt und gut ist. Wir hatten das zuerst probiert über Dauerstrom, aber dann ging er an. Kurz da später wieder aus. Weil ich denke mal, der Computer hat gedacht, wir halten einfach das Knöpfchen fest. Und meistens ist das, oder bei den neueren Computern ist das ja so, wenn man die Knöpfchen festhält, dass die Computer dann einfach wieder ausgehen. So, dann hauen wir den noch um. Wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW. The Burning Crusade. Dann bekommt ihr auch mehr Informationen, was ich machen werde, wie ich machen werde. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Teilt das Video, abonniert mich. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen.